Was ist los, Honey Bunny? Du siehst so traurig aus. Ist alles in Ordnung? Du siehst aus, als hättest du Hunger. Warte mal, ich guck mal, ob ich was zu essen für dich habe. So, da müssen wir mal raufklicken. Hier, eine Karotte. Oh nein, wir haben kein Essen mehr. Wir müssen zum Farmers Market. Tut mir leid, Honey Bunny. Jetzt gehen wir nicht zum Farmers Market. Da können wir später hin. Hi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Roblox heißt das Spiel natürlich. Ich bin Easy und heute sind wir mal wieder in unserem kleinen Droplet-Simulator. Hier sind einige andere Mädels mit dabei, unter anderem Lia. Und da vorne laufen welche, die haben uns auch schon entdeckt hier. Grüße gehen raus an jeden, der hier heute mit auf dem Server ist. Ich würde euch gerne erstmal zeigen, was wir hier gemacht haben. Wir haben nämlich einen Droplet-Simulator schon mal gespielt und ich habe jetzt hier ein zweites Haus drauf gebaut. Honey Bunny ist traurig, du kriegst gleich dein Essen. Was ist denn los? Oh Gott, Honey Bunny hat keinen Spaß. Honey Bunny, oh, es tut mir so leid. Ist hier, ich muss Honey Bunny petten. Ich habe mich lange nicht um mein kleines Droplet gekümmert. Es tut mir echt mega leid. Hier, wir kriegen das hin. Ich glaube, ich muss ein bisschen rumwischen und so. Jetzt ist es wenigstens schon wieder glücklich. Ich zeige euch mal das Haus hier. So sieht es nämlich von drinnen aus. Wir haben im Prinzip nichts weiter gemacht, außer die Möbel, die wir schon hatten, irgendwie hier reingestellt. Ist nicht so nice, deswegen werden Lia und ich auf jeden Fall hier noch einiges kaufen. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, Lia, dass unsere beiden Haustiere beide pink sind? Ja, die sehen fast gleich aus, aber deins hat dunkelblaue Augen, meins hat irgendwie hellblaue Augen oder sowas. So, warte mal, bevor wir gehen, muss ich Honey Bunny erstmal bessere Laune verpassen. Von daher seifen wir unser Haustier mal ein bisschen ab. Jetzt wird's abgespült und dann sollte es nämlich auch hier trocken reiben. So, zack, zack, zack. Und damit sieht Honey Bunny tatsächlich wieder vernünftig aus. Wir haben 412 Diamanten oder sowas bekommen. Die anderen stehen hier draußen rum. Wie cool, sie hat ein graues Gesicht, seht ihr das? Wieso hast du graue Haut? Du musst mal in die Sonne gehen. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Ich würde gerne mal schauen. Hier vorne müsste ja das in die Stadt gehen. Genau, da ist der Weg in die Stadt. Wir laufen geschwind. Lia ist mit am Start. Und dann werden wir mal gucken, ob wir Honey Bunny vielleicht etwas Neues zu essen kaufen können. Erstmal, damit unser Haustier wieder glücklich ist. Weil ich habe mich lange nicht um mein kleines Haustier gekümmert. Hier vorne, Farmers Market. Aber warte mal. Hier sind die Karotten. Ah, okay, okay, okay. Alles klar. Seit wann wachsen Karotten eigentlich an Bäumen? Was sind denn das für Pflanzen? Was ist das? Hier, alle Karotten. Her damit. Meins. So. Ach so, was? An die da oben komme ich gar nicht. Junge, Junge, wie viele Karotten wachsen denn an dem Baum da außen? Ich glaube, das ist ein Bug oder sowas. Hier kommen auch keine mehr raus. So, aber das müsste eigentlich reichen. Jetzt komm mal her hier. Wie kann ich dir genau so essen? Hier, das möchtest du doch haben. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Und damit ist unser kleines Häschen auch schon wieder satt. Aber warte mal, was fehlt dir eigentlich noch? Irgendwas fehlt doch jetzt noch. Kann ich das... Warte mal, ich muss dich mal anklicken. Jetzt kriege ich hier die ganze Zeit Karotten vom Baum. Nee, Honey Bunny ist glücklich. Endlich mal. Endlich bist du mal glücklich. Und wisst ihr was? Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, Easy, du kannst dein Haustier auch anziehen, aber dafür brauche ich erstmal, glaube ich, irgendwie mehr Bindung zu meinem Haustier. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier eine süße Schleife kaufen. Oh mein Gott, das sieht so niedlich aus. Okay, das machen wir auch. Die Schleife ist halt echt süß. Aber wir brauchen halt mehr Level. Wenn wir quasi mehr Bindung haben und uns mehr um unser Haustier gekümmert haben, dann können wir ja auch mehr Sachen quasi unserem Haustier anziehen. So sieht das Ganze aus. Oh, Lia, füttert ihr Haustier auch? Das sieht voll cool aus. Kannst du es nochmal füttern? Ich will das nochmal sehen. Da, sie schmeißt die Karotte. Chop! Und das kleine Prinzesschen isst die Karotte auf. So, es ist schon dunkel geworden hier. Ich würde eigentlich ganz gerne, bevor hier alle Läden zumachen, nochmal in den Homeshop rein und Sachen kaufen. Und zwar brauchen wir coolere Sachen. Wie viel Geld haben wir denn? Wo sehe ich das? 3600. Hier ist ein Schminkspiegel. Aber, ach so, so lange ist das nur noch drin im Shop. Wöchentliche Features, das sieht ja wunderschön aus. Aber ich habe leider keine 7000, oder? Wie viel kostet das hier? 22.000. Oh mein Gott, für ein Muschelbett. Warte mal, kann ich mir das vielleicht kaufen? Ja, für 1000 Robux, das wären 100 Euro, oder? Wie viel ist 1000 Robux? Nee, das sind 10 Euro. Ich gebe doch keine 10 Euro hierfür aus, oder? Soll ich, Leute? Soll ich 10 Euro dafür ausgeben? Das ist halt echt viel Geld. Kann man sich da auch andere Farben kaufen? Ich glaube nicht, das wird einfach nur schwarz, oder? Nee, das finde ich blöd. Ich will keine schwarze Wand haben. Furniture Shop, was gibt's da noch? Es gibt hier schon ein paar Sachen. Ah, ich muss sagen, hier überzeugt mich nichts. Aber das hier, das ist für unser Pet. Da kann unser Honey Bunny drin schlafen. Das will ich haben. Ta-da-da-dam. Und da haben wir es gekauft.
Und vielleicht auch so ein, ich finde das Bett eigentlich ganz nice. Nein, wisst ihr was, ich warte lieber darauf, bis ich mir das Meerjungfrauenbett da in der Muschel kaufen kann. Das gefällt mir tatsächlich noch ein klein wenig besser. So, was haben wir hier vorne? Hier haben wir nämlich noch diesen einen Toyshop. Da können wir jetzt nochmal reinschauen, was da heute zu kaufen ist. Wir haben einen Tennisball, diesen, ich finde das irgendwie, aber das ist auch cool. Was ist denn das hier? Für 200? Was ist das? Damit können wir spielen, oder? Warte mal, das müssen wir mal ausprobieren. Wie mache ich das nochmal? Ich glaube, ich muss auf Honey Bunny klicken. Oder nein. Ich muss auf meinen Rucksack klicken. Dann muss ich auf Furniture, nein, auf Pet Toys. Und da habe ich das. Und jetzt können wir das, glaube ich, werfen. Warte mal. So. Und zack, da fliegt es. Und Honey Bunny hoppelt hin und holt die Frisbee zurück. Das ist cool. Dankeschön, das ist echt süß. Kann ich die nochmal werfen? Come on. Und da fliegt sie. Okay, nice. Lia, bevor wir zurückgehen und das, was wir gekauft haben, dahinstellen, was hältst du davon, wenn wir noch ein Spiel spielen mit unseren Pets? Wollen wir? Huhu, sagt sie. Ja, lass noch irgendwas Cooles zocken oder sowas. Guck mal, da ist auch ein Mädel, die schreibt auch easy. Die hat ein Haustier namens Lena. Und Prinzessin ist da hinten und Honey Bunny natürlich. Okay, hier ist das Gameland. Und jetzt können wir mal gucken. Ich schreibe mal in den Chat, spielt ihr mit? Wir spielen jetzt nämlich, was wollen wir spielen? Bowling, Droppen. Ich würde sagen, wir spielen das hier. Lia, kommst du mit rein? Ich hoffe, Lia schafft es. Ja, sehr gut. Okay. 4 von 4 Leuten. Oh, es tut mir leid, die 5. kommt nicht mit rein. Oh nein. Ach, aber okay, wir sind immerhin zu 4. Und jetzt geht's los. Tammy's Training. Also man muss die Sequenz quasi nachmachen. Oh mein Gott, ich kann mich daran erinnern, das haben wir letztes Mal schon gemacht. Puh, da war ich echt schlecht. Okay. Links. Jetzt muss ich einfach nur links drücken. Ja, super. Okay, 100 Punkte. Und jetzt, was kommt als nächstes? Links, rechts. Das ist doch easy. Links, rechts. Perfekt. Hey, alle machen das richtig gut. So, die nächste. Links, rechts, unten. Links, rechts, unten. Yeah, Honey Bunny, das machst du richtig gut. Links, rechts, unten. Rechts. Oh Gott. Links, rechts, unten, rechts. Perfekt. Perfekt. Irgendjemand hat da schon gefailt, sehe ich gerade. Okay, links, rechts, unten, rechts, oben. Oh mein Gott. Links, rechts, unten, rechts, oben. War das richtig? Das wird immer schwerer hier. Aber wir haben schon 600 Punkte und liegen ganz vorne. Yeah! Es regnet. Es ist schon vorbei, glaube ich. Da kommt Glitter runter. Und wie viel haben wir? Wir hatten eigentlich am meisten Punkte, glaube ich. Lia hat 2 Sterne, Amelie hat 1 Stern bekommen. Ich verstehe nicht, warum ich nicht zu sehen bin, aber wir hatten 700 Punkte oder sowas. Also das Spiel haben wir auf jeden Fall gewonnen. Na, heiß. Okay, was gibt es hier noch? Bowling. Haben wir Bowling schon mal gespielt? Wartet mal, mal gucken, wer schafft es mit rein? Lia ist wieder mit am Start. Und? Kommt noch jemand? Ja, sie schafft es. Perfekt, wir sind 4 von 4. Und der eine war wieder zu langsam. Okay. Worum geht's jetzt? Also, du musst deine Droplets aus der Kanone schießen und zwar in den Pool, um zu gewinnen. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Wie schieße ich? Fire! Das war zu hoch! Nein! Das war... Mein Honey Bunny wurde zermatscht! Nein, Honey Bunny, es tut mir leid. Runter. Fire, jetzt! Und? Yes! Perfekte Landung! Na, heiß. Das lief doch schon mal richtig gut. Sehr schön, Honey Bunny. Okay, cool. Oh, das war's schon. Das war ja ein kurzes Spiel, Leute. Das war ja mal ein mega kurzes Spiel. Was war das denn gerade? Aber wenigstens wurde unser Honey Bunny gerade nicht nochmal zermatscht. Okay. Ach, Honey Bunny, das war heute ein schöner Tag. Lia, wenn wir da am Start, hier haben wir auf jeden Fall ein paar Leute, die irgendwie noch mitkommen. Und unser Haus sieht halt echt viel cooler aus. Das ist schon mal ganz nice. Aber naja, leider haben wir noch nicht so viele Sachen für unser Haus geholt. Aber hey, dafür haben wir... Wo haben wir das denn? Ich habe doch hier... Genau, das wollte ich haben. So, und das können wir jetzt hier vorne hinstellen. Vielleicht direkt in den Eingangsbereich. Und da kannst du jetzt schlafen, Honey Bunny. Das ist dein Bett.
Hier rein geht's. Ich passe da kaum rein. Mein Kopf ist ein bisschen zu groß dafür. Aber du kannst darin schlafen. Das ist doch wunderschön, oder Leute? Ich würde sagen, ja, das war's dann auch schon mit der heutigen Folge. Wir haben hier ein bisschen was eingerichtet. Ich werde mal gucken, dass wir das nächste Mal vielleicht das Haus noch ein bisschen vergrößern und zusammenführen. Irgendwie fiel mir das noch ein bisschen schwer. Aber ich glaube, das kriegen wir hin, wenn die Fenster removen oder sowas. So, Freunde, das war's mit unserer heutigen Folge hier mit unseren kleinen Droplets. Honey Bunny und ich spielen jetzt noch ein klein wenig hier mit der Frisbee rum. Hier, hol das Stöckchen, Honey Bunny, genau. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Bis dann, noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!